So, jetzt haben wir den VR6-Block auf der Hohnmaschine. Ich habe noch einen Zylinder zu honen und das mache ich jetzt. Ich habe hier eine Anzeige, die zeigt mir an, wie viel Kraft der Motor benötigt fürs Hohn. Und wenn die einen stärkeren Ausschlag hat als 10, weiß ich, dass der Zylinder unrund ist, beziehungsweise oben unten einen anderen Durchmesser hat. Einmal messen. Okay. Ich bin schon bei 0 angekommen. Das heißt, der ist aufs fertige Maß gehohnt. Der auch. Das ist jetzt auf das Maß, was die Kolben original bekommen sollten. Das sind ja Großserienkolben, Schmiedekolben. Ich hohne zur Sicherheit die Zylinder 100 mm größer. Da klappert nichts, aber es gibt Sicherheit gegen Kolbenpresser. So, ein paar Hübe und jetzt habe ich knapp den 100stel größer als Serienmaß.